Und damit eine wunderschöne und herzlich willkommen hier zu eurer Lieblingsanlaufstelle, was Survivor-Likes angeht. Wir zocken heute Sea of Survivors. Das ist mal ein ganz interessantes Spielprinzip, weil wir haben ein Schiff, was wir steuern müssen über eine See und müssen gegnerische Schiffe irgendwie eliminieren, versenken. Dafür bekommen wir Erfahrungspunkte und steigen quasi Level ab. Und das Besondere bei diesen Level-Ups, das zeige ich euch dann auch gleich. Wir sind jetzt hier gerade so im Heimathafen, das ist unser Schiff. Aber das sieht nicht so, also es sieht zwar schon so aus, aber es hat nicht so viele Kanonen. Hier haben wir die Schätze, die wir schon gefunden haben, so an Waffen und Attributen, Attributerhöhungen und so weiter. Ich habe jetzt mal einen Run gemacht, um zu wissen, auf was wir uns hier einlassen. Dann können wir, haben wir hier einmal die Rubrik Waffen und einmal die Rubrik Schätze. Also ich habe quasi einmal mit der Backbord- und Steuerbordkanone geschossen und gespielt einen Run und werde jetzt mal nächstes Mal meine andere Waffe ausprobieren. Wir haben hier eine Schenke. Wir haben eine Schenke, da können wir anscheinend, bekommen wir später Crewmitglieder und haben auch Crewgehälter, die wir quasi bezahlen müssen. Dann haben wir hier so einzelne Aufgaben, also versenke ein Handelsschiff, das habe ich jetzt geschafft. Beginne eine Reise ohne Rettungsschwimmer, raus, raue See voraus, aha, wir sind Piraten. Beginne eine Reise mit 3 Crewmitgliedern, versenke ein Fassboot, Freischaltung, Fässer, aha. Waffenmeister, setze 3-mal die Segel jedes Mal mit einer anderen Waffe. Na, das klingt doch hier ganz gut, oder? So, genau, das waren unsere Schätze. Und hier können wir dann von vornherein unser Schiff aufbauen. Und ihr seht schon hier, kaufen für 300, kaufen für 100, kaufen für 100. Also hier sehen wir 100, 200, 200, 300, 300. Also ich habe jetzt einen Run gemacht, habe 63 Goldmünzen bekommen und ja. Hab auch nicht wirklich sehr lange überlebt, bin ich ehrlich so. Was machen wir jetzt? Säbelschwinger an beiden Seiten des Schiffs oder fällt eine Harpune auf den nächsten Gegner. Das klingt gut. Haben wir schon? Ne, mittlere Tiefen haben wir. Okay, diese 2 Punkte hier könnten wir jetzt aktivieren und dann werden Gegner 30% schneller. Und es werden keine Heilungsgegenstände mehr hinterlassen. Das bedeutet, wir können unser Schiff einfach nicht mehr heilen. Aber wir machen erstmal so einen Run. Und starten ihn. So. Das ist ganz interessant. Das sind unsere Leben, die 500. Das sind unsere Goldmünzen, die wir dann einsammeln. Und hier rechts sehen wir unsere Statistiken. Also was wir gerade an Schaden machen, wie viel Crit-Schaden, Geschwindigkeit und so weiter. Mit jedem Level-Up bekommen wir eine solche Truhe. Die machen wir auf. Und dann haben wir hier 3 Auswahlmöglichkeiten. Goldregen gewährt 500 Dublonen am Ende des Durchgangs. Okay. Genau, ich halt gebunden. Klasse erhöht Chance auf Crit-Treffer. Oh. Erhöht Crit-Treffer Schaden. So, wir haben eine Crit-Chance von 0%. So. Wenn wir jetzt... 500 Dublonen ist aber schon krass. Ich nehme mal die Dublonen. So, wenn ich den absetze... Aha, okay. Also, ich nehme jetzt das Teil und muss das hier irgendwo ransetzen. So, ihr seht aber, hier passiert schon mal nichts. Okay, jetzt setzen wir mal ab, machen wir das mal so. Aha. Wenn ich jetzt quasi die Crit-Chance nehme und setze sie hier, verbinde sie mit der Waffe, dann bekommen wir eine 5%ige Crit-Chance. Das seht ihr halt hier unten rechts, was die dann aufploppt. Wenn ich das jetzt hier irgendwo ransetze, bringt uns das gar nichts. Also, wir müssen die schon mit einer Waffe koppeln, damit wir quasi diesen Bonus auch bekommen. Genauso fällt sich das mit den Crit-Schaden. Koppeln wir sie, bekommen wir 5% mehr Crit-Schaden. Aber Leute, ich bin ehrlich, ich nehme den hier und 100 Dublonen. Okay, ich baller den hier einfach mal. Ich baller den hier in die Mitte. So, und jetzt gehen wir an Bord. Jetzt haben wir unser Schiff. So. Aha, okay. Also, wir können jetzt hier quasi unser Schiff lenken. Ich muss auch nicht klicken, sondern es reicht halt wirklich nur, dass ich hier mit der Maus langfahre und
Mit dem Schiff will ich hier so ein bisschen durch die Gegner oder an die Gegner vorbei schlängeln. So, da unten ist jetzt eine Milchflasche oder so. Also wir bekommen auch instant Erfahrungspunkte, wenn wir die Schiffe versenkt haben. Nicht erst, wenn wir die Goldmünze einsammeln. Die Goldmünzen ist halt quasi so, naja, man könnte sagen, so ein Bonus, den wir dann halt am Ende des Runs brauchen. Wähle eine Karte. Hafen? Schatz, Waffe? Oha. Hafen? Was ist in Hafen drin? Okay. So, jetzt sind wir wieder da. Bei der Truhe. Wir sind Level Up. So, was haben wir? Bewegungsgeschwindigkeit. Maximale Gesundheit. Und erhöht die Reichweite. Also, und jetzt taucht hier so mehrere Fenster auf, wenn wir über die Sachen haben, also zwei Fenster und auch vier Fenster. Und da steht, gebunden hat nur Einfluss auf verkettete Waffen. Cluster wird mit jedem verknüpften Schatz stärker. Verkettet über mehrere Verknüpfungen, verbunden, verknüpft, berührt direkt einen weiteren Schatz. Da seht ihr also, welche Voraussetzungen wir brauchen, damit quasi Disziplin stärker wird. Wird jedenfalls in der Stadt. Gibt direkt einen weiteren Schatz. Bewegungsgeschwindigkeit, Max Gesundheit. Die Reichweite ist halt. Abklingzeit. Mehr auch nicht, ne? Was macht das? Wir bekommen 50 Gesundheit mehr. Das sind halt 10%, ne? So, hier wollen wir gar nichts bekommen. Ballern wir den mal so rein. Ah, das ist schon gut. Die Harpune feuert halt selbstständig auf den nächsten Gegner. Das ist halt auch immer so wichtig, dass man bei solchen wie sie Survivor-likes, wie wir Gamer sie nennen, und ich glaube, das fällt unter die Rubrik Bullet Hell. So. Was haben wir hier? Wut. Erhöht Schaden. Erhöht Rüstung. Erhöht Wendegeschwindigkeit. Wir nehmen jetzt das. Und wir sehen, wir bekommen jetzt 6 mehr Schaden. Wenn wir das jetzt nur mit einem koppeln, bekommen wir nur 3 Schaden. Das bedeutet also, je mehr Sachen wir koppeln mit dem Ding, desto mehr Schaden bekommen wir. So, 6 Schaden. Oh, jetzt haben wir ein anderes Schiff gerammt. Wir können die Schiffe auch kaputt machen, wie ihr seht, ne? Aber wir bekommen halt selber Schaden. Das ist dann halt nicht mehr so schön, ne? Blub, 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 blub. Hier schön die Goldmünzen einsammeln. Irgendwann kommen dann auch etwas größere Schiffe. Und der Pfeil hier an unseren rechten unserem Bildschirm, der zeigt uns an, dass da irgendetwas ist. Sprich, irgendwas Besonderes. Entweder ist da ein Gegner oder da ist vielleicht eine Insel. Oha. Ah, wir sind zu schnell für die. Blub, blub. So. Was haben wir jetzt? Erhöht Max Gesundheit. Erhöht kritischer Trefferschaden. Erhöht Chance auf kritische Treffer. Wenn wir den jetzt nehmen, dann bekommen wir 5% Crit-Chance und 3 mehr Damage. Wenn wir den da hinsetzen, bekommen wir 10% mehr Crit-Chance und auch 3%. Dann machen wir das mal so. Die ersten zwei Schüsse waren halt schon. So, guck mal, da haben wir jetzt schon zum Beispiel hier so ein Handelsschiff, so ein Bossschiff quasi, so den ersten Zwischengegner, den großen.
Ich weiß gar nicht, ob der sich wehrt. Ist natürlich klar, ne? Die Gegner können sich quasi selber rammen, wie sie wollen und gehen nicht kaputt, aber wir. So, was haben wir hier? 100 Dublonen am Ende des Durchgangs. Erhöht Feuerrate. Und Damage. So, wenn wir den jetzt so kombinieren. Ja, wir haben leider bloß, kriegen wir bloß zwei hin, ne? Na ja, gut. Aber unser Crit Damage ist schon, also er ist schon vorhanden, ne? Und unser eigener Damage auch. Boah, wie die uns halt einfach. Au. Na, man merkt, ne? Also so unser. Boah, da müssen wir jetzt einfach durchbrechen hier. Was haben wir denn hier? Geschossgeschwindigkeit und Reichweite, maximale Gesundheit und Rüstung. Haben wir hier heute Rüstung? Ach hier, Rüstung 0. Was ist denn, wenn wir die 5? 15? Okay. 10 und maximale Gesundheit. Auch nicht schlecht. Oder hat das Level-Up gerade dafür gesorgt, dass wir keinen Schaden bekommen haben? Auch nicht schlecht. Ja, also uns fehlt auf jeden Fall der Clear für die Gegner, ne? Also, wir sehen, also so ein Run geht, glaube ich, 20 Minuten, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung, also was heißt richtig in Erinnerung, wenn ich das jetzt richtig abschätze, wir haben noch 15,5 Minuten. Ja, die Boote werden schon langsam richtig stark hier. Was ist das? Ach, die Gegner, die schwimmen jetzt zu unserem Boot. Wollen uns jetzt überfallen? Die haben ja eine Schwimmausdauer hier. Ah, Halleluja. Naja, kommt mal hinterher. Yeah, clean. Boah, guck mal, wie schnell die schwimmen. Das ist schneller als die Boote. Die ganzen Goldgewinner von Olympia oder was schwimmen jetzt uns hinterher? Wale? Okay. Jetzt eine komische Wale hier. Ich wollte gerade sagen, so, willst du nicht mal hier die Schwimmer hinter dir abschießen? Boah, 130 Leben haben wir noch, okay. Ja, die olympischen Schwimmer sind schon weg. Jetzt haben wir hier 4 neue. Na, gut. Na schau mal, wir schauen mal, wie der Run so läuft. Bis jetzt, also ich will halt unbedingt wissen, was da bei dem Fall ist, der hier schön unten rechts aufleuchtet. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu laut mit meinem Quatschen. Oha. Beidrehen, setz die Segel an die Ruder. Jetzt rudert, was das Zeug hält. Wozu bezahle ich euch immerhin nicht? Oha, was war das? So, Bewegungsgeschwindigkeit, Crit-Trefferschaden und Chance auf kritische Treffer. Das machen. 20, krass. Plus 3 Schaden.
Das war heftig. Und jetzt sind wir am Eis. Okay, so, wir haben 72 Goldtaler. Nochmal. Abgelegt, der Segel auf der Jagd nach Ruhm und Schätzen. Gesunken, wurde von der Helden Horn überwältigt. Ganz toll. So, versenkte Gegner. Hier können wir uns jetzt unsere Statistik quasi angucken, ne? Was wir in dem Run alles gemacht haben. Zugefügter Schaden. 28.000. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Vergleich zum vorigen Run ist. Weiß ich gar nicht. So, hier sind wir, da sind wir gestartet und da seht ihr, wie wir hier so rumgekupft sind. Dann sind wir hier eine ganze Weile und dann sind wir unter ihm. Ganz klar. So, das war unser Bild. Den können wir uns halt sozusagen quasi hier nochmal anschauen. Das war unsere Crew. Und dann geht's zurück zum Versteck. Quasi. Und dann gehen wir hier rein und jetzt haben wir 635 Münzen. Also wir haben die 500 wirklich bekommen. Maximal Gesundheit, Bewegungsgeschwindigkeit, Wendegeschwindigkeit, Feuerrate, Schaden. So, was brauchen wir hier? Ach, das kostet... Sind das 5.100? Boah, das ist ja krass. Diese 5 habe ich da nicht gesehen. Bin ehrlich. Naja, gut. Okay. Ja, wir könnten erstmal kaufen und könnten dann noch später alle erstatten. Ja, Schaden. Aha, plus 10%. Dann kostet der nächste 600. Feuerrate. Maximal Gesundheit, Zähigkeit, Rüstung. Feuerrate. So, wenn ich das jetzt alle erstatte, 635, okay. So. Und so. Schließen. So, Hörschenke feuern für 0. Okay, Filter. Vielleicht müssen wir auch, vielleicht müssen wir uns erstmal neue frei spielen. So, jetzt nehmen wir, feuert Wurfsterne von den Seiten des Schiffes ab. Was haben wir noch? Die Kanone. Säbel. Säbelschwinger an beiden Seiten. Okay, nehmen wir die Säbelschwinger. Setzt dreimal Segel. Ja, haben wir. Okay, Waffenmeister. So, Crit-Treffer. Trefferschaden. Erhöht Schaden. Also, was machen wir? Wir machen das. Ach, du Heiliger, du ahnst es nicht. Na, guck mal hier. Wie nah müssen wir denn da ran? Naja, gut. Naja, gut, naja, gut. Heißt das, wir gehen auf Reichweite, damit die Säbel vielleicht größer werden? Hm, müssen wir uns anschauen, Leute. Müssen wir uns anschauen. Tatsächlich müssen wir uns jetzt... Wie die Manneken sich da über Bord lehnen und dann mit dem Säbel da. Hey. Reichweite wäre schon gut, ne? Hey, Max Gesundheit. Dublon. Hey. Schatz, unbekannt, Waffe. Hm. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Mit den Säbeln. Haben sich ja was einfallen lassen. Crit-Treffer Schaden. Wendung ich nicht. Was ist jetzt so? 15? So. Mit Rechtsklick aktiviere ich übrigens die Karte. Aber ich muss halt immer an den Booten vorbeischwimmen, ne? Aber auf jeden Fall,
Also der Wave Clear ist auf jeden Fall besser vorhanden. Rüstung, 100 Dublonen. 10% Crit. Rüstung plus 15. Was haben wir hier? Schaden. Plus 12. 4. 4, 8, 12, okay. Ist Crit und 85 ist auch der normale Schaden, weil die Schiffe nicht mehr Lebenspunkte als 85 haben. Okay. Aber, also ja, ihr seht Leute, ne, wir haben viel, viel besseren Wave Clear. Gesundheit, Bewegungsgeschwindigkeit, nur Dublonen, maximale Gesundheit. Waren aber 150 und Crit 10% drauf. Also, ihr seht schon so, dass man sich trotzdem mit den Sachen ein komplett eigenes Bild zusammenbauen kann. 150, okay. Rüstung, Chance auf Crit-Treffer. Crit-Treffer Schaden. So. Hier kriegen wir jetzt 85 insgesamt. So, und nochmal 50 mehr Leben. Lohn, Bewegungsgeschwindigkeit, Wendengeschwindigkeit. Das ist das Koppel. Wenden plus 3. Crit plus 10%. Sind wir bei 95% Crit. Ja, die Reichweite, ne? Die Reichweite ist noch ein Manko, ein großes. Müssen wir gucken, ob wir da irgendwas machen. Rüstung, Chance auf Crit. Wut erhöht Schaden. Machen wir das so. Also machen wir so. Dann haben wir 100% Crit. Geschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit. Tatsächlich nehme ich jetzt die. Die Dublon. Diese explodierenden Schiffe. Ich brauche halt Reichweite, ne? Max Gesundheit, Rüstung, Schaden. Rüstung 10, 10. Aber plus 4 Schaden, machen wir mal. Also gar keine Frage, ne? Unser Wave Clear ist ja absolut insane. Aber für diese Bombenschiffe ist das halt jetzt nicht so unbedingt von Vorteil, ne? Zack! Damals das Schiff versenkt. Level auf die. Gina bei Berührung in Brand. Verdoppelt den Schaden von Waffen, die weniger als 50 Schaden austeilen. Was sind plus 5? So, wir haben noch ein Level up. Gold drin. Ja, den nehmen wir mit.
Na? Edward, dann hätten wir es wieder nicht geschafft, bis zu wieder im Kreis fahren. Beim letzten Mal hatten wir ja irgendwie alle jede Sekunde 3 Leben oder so, die wir regenerieren. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier machen müssen. Ah, ich muss einfach nur überleben. Die Leiste läuft runter. Unten. Boah. Okay. Überfallen. Wir überfallen weiter. Und wir Überfall beendet. Waffenlager. Ah, wir kriegen eine zweite Waffe. Wow. Wow. Das wäre Säbelschwinger mit Lebensraube. Ist ja auch krass. Weit eine Harpune auf den nächsten Gegner. So, Menge 2 machen wir. Dann kann die Waffe halt einmal quasi. Okay, kann ich schon wieder wegnehmen? Ja. Okay, machen wir trotzdem. Da an Bord gehen. Okay, also wir sind. Da ist eine Pulle. Das ist eine Flaschenpost. Das ist eine Flaschenpost, die wir einsammeln müssen, damit wir dann überlegen können, ja, was kriegen wir denn, wenn wir da zu dem nächsten Fall schwimmen. Eine Waffe, ein Hafen oder ein Schatz? Hafen. Und jetzt müssen wir nach oben rechts. Verstehe, verstehe. So, und unsere Harpune, die ballert hier schön auf Reichweite. Ballert hier uns die Gegner vom Hals. So ein bisschen zittern, da verlieren wir nämlich ein bisschen Geschwindigkeit und können die olympischen Schwimmer hier abhängen oder abschießen. Okay, den letzten Schwimmer hätten wir auch. Die Frage ist halt nur, ob wir für die Säbel überhaupt Reichweite bekommen. Oha. So, Feuerrate, Schaden, 100 Dublonen, Wut. Wir können das jetzt mit 4 Stück koppeln und kriegen 16 Damage und 11. 12 und 8. Crit Chance, 16 und 11 Schaden ist glaube ich schon ganz viel. So. Weg! Jo, wer ist hier? Motorboot oder was? Die ganzen Dublonen, ne? Die werden. Hier haben wir wieder so ein Handelsschiff. So, nochmal 500 Dublonen. Hier, Reichweite. Jetzt kriegen wir Reichweite, wo uns auch diese 500 Dublonen angeboten werden. Hervorragend.
ist denn hier die Reichweite? Die wird uns gar nicht anzeigen. Geschwindigkeit. Nur die Geschwindigkeit. Geschossgeschwindigkeit und Reichweite. Das heißt, Geschwindigkeit gibt es bei den Säbeln gar nicht. Vielleicht die lieber dahin. Hier. Ah, der hat selber so ein Säbel. Ach, der lässt Bomben. Der lässt hier Bombenfässer fallen. Darf er ja nicht. Wer zieht das erlaubt? Jetzt müssen wir den nur noch ausweichen hier. Hey. Sitz. Oh nein. Voll reingesiegelt. Halt! Okay! Leute. Crew Menü. Gut, ab ins Versteck. So, was haben wir denn hier alles? Ja, Fluchholz, ne? Halb pro Sekunde, zwei Gesundheit. Das war halt schon ganz cool. Gut, Taverne. 1900 zurücksetzen, vor allen Dingen. Ich hätte gerne. Naja, vielleicht finden wir irgendwo noch was. Wer weiß, wer weiß. Zähigkeit erhöht Rüstung. Machen wir Kopf uns nochmal ein Damage, 20%. Und probieren. Die Harpune kennen wir jetzt. Das Ding nehmen wir jetzt. Wurfstände. Feuert Wurfstände von beiden Seiten des Schiffes ab. Sehesätze. Also, ein Run machen wir noch. Probieren wir noch mal. Und, ja, Rüstung. Okay, okay, okay. Boah, da muss man halt aber auch ein bisschen mit klarkommen, ne? Der schießt die immer so leicht nach vorne. So, guck mal da, Waffenhaar. Wenn wir jetzt einfach straight auf das Waffenlager zufahren. Quasi. Und uns schnell eine neue Waffe holen, so schnell wie möglich. Das könnte funktionieren. Ja, 20 Minuten dauert man, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, 19 Minuten. Okay, voll fertig. Ja, also ja, mit der Projektilanzahl könnte das schon was werden. Aber noch so, die überzeugen mich halt nicht, noch nicht so. Wir können halt nicht präzise clearen, ne? Das ist halt schon ein großer Nachteil. So, Überfall. Also ich glaube, das ist halt so. Das ist halt schon mal so ein Way to go. So schnell wie möglich zum Waffenlager, Überfall starten. So, was haben wir hier? 500 Dublonen. Chance Crit, Ed, Feuerrad. Ja. 500 Dublonen am Ende eines jeden Runs.
Weisheit. So. Leute, was nehmen wir? Was? Wo Sterne bleiben länger draußen, während das Schiff wendet? Aha. Säbelschwinger an beiden Seiten des Schiffs. Ja, das war jetzt schon so. Also die Säbelschwinger, die waren schon verkehrt, ne? Und sehr ehrlich, was brauchen wir? Eine Waffe? Ein Schatz? Unbekannt? Eine neue Waffe? Feuerwarte? Geschossgeschwindigkeit und Reichweite. Ja. Das machen wir. Also da ist egal. Also nochmal. Chance auf Crit-Treffer. Also den Schaden. Guck mal hier. Schaden, Crit-Schaden und Geschwindigkeit. Zack. C5, ja, machen wir mal so. Rüstung, Chance auf kritische Treffer. Gut, 11 zu 5, aber wir haben halt. Was haben wir denn hier? 15%. Streuung. Abklingzeit klingt jetzt auch nicht verkehrt, weil wir halt schneller unsere diese Schuriken werfen, oder? Geschwindigkeit. Crit-Treffer Schaden. Schaden. Hm. 20%, 15. So. Dadurch, dass wir am Anfang halt so gut wie nichts gemacht haben, ne? Chance auf kritische Treffer. Abklingzeit und nochmal 15% mehr drauf. Das ist gut. Geschwindigkeit. Crit-Chance 10%. Das klingt aber auch nicht okay. Also, wir ballern unsere Crit-Chance hoch und unseren Crit-Chance. Schön das erste Bombenschiff. Ja, ist halt die Frage, so, wann erreichen wir das Ding, ne? Wir müssen es ja auf jeden Fall erstmal einmal irgendwie sehen. Das war dumm. Das war richtig dumm. Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, hier. Plus 3. Feuerrate. Abklingzeit nochmal 20%. Knapp. War das knapp? Blub, blub, blub. Ich hab nichts.
Spaß. Okay, gesunken. Wir haben die Piratenfestung aber auf jeden Fall gefunden. So, Waffenlager haben wir geschafft. Gut, Schatz. Also die Dinger, wo stellen wir tatsächlich so, ist nicht so, naja. Vielleicht wenn man später mehr Projektile hat. Ja, wenn man hier die Projektile, Effizienz, Geschossmenge, kann also 2 Stufen. Das ist halt schon krass. Ich weiß nicht, wie sich das auf die Schwerter auswirkt. Glaube ich jetzt nicht allzu sehr. Aber naja. 1000 haben wir noch hier nochmal Schaden rein. Ja, schließen an. Ja, also Leute, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in das Spiel geben. Das Spiel gibt es für 6,99 € bei Steam. Ist jetzt, muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob er das ausgeben möchte. Ich hoffe, ich konnte euch das ganz viel zeigen. Leider konnte ich euch noch nichts mit den Crewmitgliedern, mit der Schenke hier zeigen, was das damit auf sich hat. Vielleicht muss ich ja einfach noch ein paar Dinger hier aktivieren, erreiche mehr als 100 Geschossgeschwindigkeit auf einer Reise. Ich habe 10.000 beim Schiffsbau aus, freischalten, Anker, Fluch der Habgier, neu mischen. Aha. Versenke einen Fassboot, freischalten Fässer. Gewinne eine Reise mit 3 Crewmitgliedern. Gewinne, beginne. Ja, ohne Rettungsschwimmer. Okay. Jedes Mal mit einer anderen Waffe. Sie mehr als 100 Schiffsgeschwindigkeit. Na ja, gut. Die sehen wir noch nicht. Gibt es hier noch mehr? Aha, guck mal her. Versenke ein Feuerschiff. Freischalten. Brandbarts. Erwachen. Okay. Also die 2 gibt es. Gut. Naja, vielleicht müssen wir auch einfach mehr Quests erledigen, dass wir uns das halt alles so nach und nach freispielen. Hier gibt es auch nur die beiden. Also was heißt nur, ne? Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und fürs Anschauen. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Oh, vor kurzem jetzt aufgestanden. Ist ja Wochenende. Frühmorgens am Wochenende, wo ich das Video jetzt aufgenommen habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten und ja, wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo da, würde mich mega freuen. Schaut doch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, twitch.tv/bnegan, und würde mich auch sehr über ein Follow freuen und vielleicht lesen wir uns auch da mal im Chat und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.